geht's mit dem dritten Spiel. Es steht 1:1 zwischen dem SVS Niederösterreich und KK Granada im Halbfinalrückspiel der Tischtennis Champions League. Genießen wir die ersten Ballwechsel. Eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Die Ballwechsel werden immer, fast immer gleich aussehen. Jane verteidigt, Primorac greift an. Und sollte Jane die Chance bekommen, so wie in diesem Fall, dann wird er die Rückhand umlaufen und schauen, dass er mit der Vorhand den Punkt macht. Und so sehen dann die Ballwechsel aus. Jane Walshin hat ja vor einer Woche beim Qualifikationsturnier in Nantes in Frankreich das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking gelöst. Hat gegen die Tschechen Klaschek, Sereda Pavelka, den Türken Menge und den Ukrainer Dido gewonnen. Gegen den Kroaten Tokic verloren und dann den Italiener Young und den Franzosen Elabois besiegt. Also für Jane ist es die zweite Olympiateilnahme nach Athen 2004. Liegt derzeit in der Weltrangliste auf Position 31. Hat sich um 5 Plätze verbessert. Immer wieder diese Schnittverteidigung mit der Rückhand, aber dieses Mal zu lange verteidigt. Ja, da liegt Jane jetzt mit 4:6 zurück. Er muss aufpassen, dass er nicht den Faden verliert. Er darf auf keinen Fall Primorac davonziehen lassen. Ja, diese Variante mit der Rückhand durch die Mitte ist nicht aufgegangen. Primorac bleibt stehen, blockt den Ball mit der Vorhand zum 7:4. Ja, aber diese Bälle, diese Schnittbälle sind Gift für Primorac. Und wenn die kommen, in guter Qualität, dann bin ich mir sicher, dass Jane wieder als Sieger von der Platte geht. Ja, Jane ist ein Kämpfer, der lässt sich nicht abschütteln. Sechsmal hat er gespielt in der Champions League heuer, 5 Siege gefeiert. Überhaupt seine ewige Champions League Bilanz, 56 Siege, 21 Niederlagen, also auf diesen 35-jährigen Austro-Chinesen ist Verlass. Chen Weixin stellt jetzt schon unter Beweis in der Anfangsphase dieser Partie, dass er einer der besten Abwehrspieler der Welt ist und mit Sicherheit der Beste in Europa. Ja, und er kommt immer besser ins Spiel. Macht Punkt 4 hintereinander und geht jetzt mit 8:7 in Führung. Ja,
hat da jetzt Glück und macht das 9:7. Keine Chance für Primorac. Der Ball rutscht von der Kante weg. Da weiß er ganz genau, dass er Glück gehabt hat, aber das gehört dazu. Unglaublich, die beiden schenken sich gar nichts. Diese Partie ist, wie vorhin angekündigt, geprägt von langen Ballwechseln. Für die Zuseher ist das natürlich wunderschön zuzuschauen. Immer das Gleiche. Primorac drückt an mit der Vorhand. Versucht Chen auf die Rückhand zu spielen. Der verteidigt mit Schnitt. Hin und wieder geht's gut. Hin und wieder natürlich nicht. 10:8. Zwei Satzbälle. Und da ist er. Satz 1, 11:8 geht er an Chen Weixin. Guter Start. Natürlich ganz wichtig, auch mental mit seiner 1:0 Führung spielt sich's viel leichter. Werner Schlager gibt ja eine Anweisungen, die Chen dann hoffentlich umsetzt. Aber Zoran Primorac darf man natürlich nicht abschreiben, er ist so erfahren, so routiniert, jetzt schon so lange auf der Tour unterwegs. Sie haben es gesehen, er spielt beidseitig mit Vorhand und Rückhand stark. Und dieses Rückhand-Service, dieses Backhand-Service ist eher untypisch auf der Tour. Aber er zieht dieses Ding konsequent durch. Schön diese Einstellungen, da sieht man mit wie viel Effet, mit wie viel Schnitt dieser Chen Weixin spielt. Und es geht schon weiter mit Satz 2. Und gleich wieder mit einem langen Ballwechsel. Weltklasse Rallye. Mit dem besseren Ende für Chen Weixin. Wieder hat er seine Kämpferqualitäten unter Beweis gestellt. Leider haben wir diesen Ballwechsel nur von der oberen Kameraeinstellung gesehen, wo man den Ball nicht wirklich gut erkennen kann. Aber gut, es ist ein Punkt für den Chen Weixin und das zählt. Doch einmal ein bisschen ein leichter Fehler von Chen, denn normalerweise macht er wenig Eigenfehler. Wahnsinn, also die beiden. Die schenken sich wirklich nichts. Zu gut der Abschlussball, zu gut die Präzision von Zoran Primorac. Ja, er spielt kontinuierlich gute Qualität. Er hat nicht wirklich den Überdrüberball, aber er spielt jeden Ball mit hohem Niveau, auf hohem Level. Und bringt so seinen Gegner immer wieder unter Druck. Und drückt einen praktisch an die Wand. Und natürlich, er ist auf Rallyes aus. Sein Spiel ist darauf aufgebaut, auf lange Ballwechsel. Sein Ziel ist es, immer wieder den Gegner müde zu machen. Er hat die Geduld. Dieser Primorac wartet auf den richtigen Ball.
Aber Chen Weixin hält da immer ausgezeichnet dagegen. Chen wirkt cool und abgebrüht heute. Und er wirkt sehr ruhig. Lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Er zieht sein Ding durch, auch wenn er jetzt mit 2:4 zurückliegt. Soran Primorac spricht immer mit sich selbst, feuert sich immer wieder selbst an. Und das wird auch notwendig sein. Toller Rückhand Longline-Ball. Hat es einmal durchgezogen, das sieht man eher selten von Chen Weixin. Aber er kann auch mit der Rückhand Druck erzeugen. 3:5. Ja, da nimmt er volles Risiko. Spielt alles oder nichts. Gott sei Dank geht's auf. Zum 4:5. Hängt sich da voll hinein mit der Vorhand. Sein ganzes Gewicht. Seine ganze Klasse. Ja, diesmal hat Primorac das Glück. Ja, da muss er lachen, Chen. Da hat er eigentlich den Ballwechsel diktiert. Mit der Vorhand hat Primorac, wie wir hier sehen, weit hinausgebracht. Aber dann dieser Defensivschlag geht an die Tischkante. Da kann man nichts machen. Gut, aber Chen bleibt dran. 5:6. Ja, Chen spielt überlegt. Schade, da hat nicht viel gefehlt. Zu diagonal im Endeffekt gespielt. Er hält jetzt konstant seinen Vorsprung, dieser Primorac. Der ja auf der Tour als ruhiger Spieler gilt. Ja, jetzt muss aber aufpassen, 8:5. Mittlerweile plus 3 die Führung für den 1,85 Meter großen Kroaten. Und ja, er ist athletisch und groß, Soran Primorac. Damit hat er aber so seine Probleme. Vor allem, wenn man gegen ihn durch die Mitte spielt. Aber in der Ecke, da ist dieser Mann eine Macht. Herrlich, der Ballwechsel. Wieder ein sensationeller Ballwechsel. Und Chen bleibt dran. 7:8. Er lässt sich nicht abschütteln. Und er weiß, da ist doch alles möglich in diesem Satz. Und Primorac wirkt schon ein bisschen angeschlagen. Glück gehört dazu, 8:8. Ja, und wenn er doch diese 2:0 Satzführung machen würde, ja dann.
Also auch diese Partie ist nichts für schwache Nerven. Das Ganze ist spannender als ein Krimi, meine Damen und Herren. Gelingt dem SV Niederösterreich erneuter Einzug in das Finale der Champions League? Ja oder nein? Noch steht das Ganze noch nicht fest, aber wenn Chen so weiterspielt, dann kann er für einen wichtigen Punkt sorgen und dann hätte er einen Anteil daran, dass Werner Schlager, Daniel Habeson, Klaus Bader und Co. erneut den Einzug ins Finale schaffen. Das ist natürlich das große Ziel. Dem wurde alles untergeordnet. 9:9. Und wieder das Backhand-Service und diesmal guter erster Ball durch die Mitte von Chen. Und Satzball für den Niederösterreicher. Durchatmen, 11:9. Satz 2 geht ebenfalls an Chen Weixin. Da ärgert sich Primorac ein bisschen. Das hat er hergeschenkt. Hat bereits mit 8:5 geführt. Hat eigentlich zwei leichtfertige Fehler gemacht. Beim Stand von 9:9 und so schnell geht's. 11:8, 11:9 aus der Sicht von Chen Weixin. Ich habe es vorhin angesprochen, Chen hat sich ja für Olympia qualifiziert. Überhaupt sind bereits 5 Österreicher für Peking qualifiziert. Schon im Jänner haben sich ja Werner Schlager und Liu Jia direkt über die Weltrangliste qualifiziert. Vorige Woche haben sich dann noch Chen, Robert Gardosch und die Österreicherin Li Jiangbing. Die haben das Ticket für die Spiele gelöst. Die Herren können damit übrigens beim erstmals durchgeführten Olympiateambewerb teilnehmen. Von 8. bis 11. Mai gibt es noch einmal ein Qualiturnier und zwar in Budapest, in Ungarn. Und da geht dann Veronika Heine erneut auf Titeljagd. Weiter geht's mit Satz 4. Satz 3, pardon. Naja, wenn er so druckvoll spielen kann, weiterspielen kann, dieser Soran Primorac, dann könnte Chen Weixin ernsthafte Probleme bekommen. Aber Gott sei Dank geht es ihm nicht immer so auf, wie in diesem Fall. Mit der Tischkante zum 3:0. Da ist jetzt ganz schön Saft hinter den Schlägen von Primorac. 4:0. Ja, da gibt er jetzt ziemlich den Ton an in diesem dritten Durchgang. Ja, scheint so, als würde sich Chen Weixin da eine kurze Auszeit nehmen. Er muss nur aufpassen, dass er den Rhythmus nicht verliert. Naja, da spielt er jetzt zu stark. Da muss man den Hut vor Primorac ziehen, eindeutig. Immer wieder mit der Vorhand diagonal hinaus und drängt da Chen ganz, ganz weit hinaus. Und so schnell ist er dann auch nicht auf die Beinen. Und dann kommen doch ein paar leichtfertige Fehler dazu und auf einmal schauen Sie sich diesen Spielstand an. Einmal steht 7:0.
Cheng Weixin ist ja seit Anfang Dezember wieder im Training. Wurde am Knie operiert, hat überhaupt in letzter Zeit mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Knieoperation, eine Schulterverletzung hatte er. Aber jetzt ist er Gott sei Dank wieder fit. Kann sich wieder voll und ganz auf Tischtennis konzentrieren. Ist bei den Kuwait Open bis ins Viertelfinale gekommen. In Katar hat er in der zweiten Vorrunde gegen den Weltranglisten-11. Li Jing aus China verloren. Man sieht, dass dieser Chen Weixin nicht nur als Defensivkünstler bekannt ist, als Abwehrspieler, sondern dass er auch mit der Vorhand einigen Druck machen kann. Ja, Primorac spielt in diesem dritten Durchgang die bessere Qualität und vor allem konstant. Auszeit in dieser entscheidenden Phase des Spiels. Caja Granada, die Mannschaft rüstet Jahr für Jahr auf. Primorac hat man im Vorjahr geholt. Juan hat man heuer geholt, der ja heute nicht spielt. Nächste Saison kommt Samsonov. Also, ich weiß nicht, was die vorhaben, aber die wollen natürlich auch unbedingt irgendwann einmal die Champions League gewinnen. Vielleicht gelingt es ihnen sogar schon heuer. Wir hoffen es natürlich nicht, denn dann würden sie den SVS Niederösterreich ausschalten im Halbfinale. Ja. 6:9 aus der Sicht von Chen. Vielleicht kommt er da noch einmal heran. Wir erinnern uns, 7:0 war ja bereits hinten. Ein Vorhandduell der Extraklasse, meine Damen und Herren. Ein Topspin-Duell aus der Halbdistanz. Das Spiel auch fürs Publikum. Das ist eine wunderschöne Partie zuzuschauen. Von minus 7 auf minus 2. Chen Weixin lässt da nicht locker. Da war es plötzlich nur noch minus 1. 8:9. Ja, dreht er diesen Spieß tatsächlich noch um in diesem Satz? Gewinnt er diesen Satz und gewinnt er damit auch das Match? Das wäre ein Ding. Zu 9. Unglaublich, was sich da momentan abspielt. Primorac weiß es. Was geht da im Kopf des Kroaten vor? Satzball für Zoran Primorac.
Man kann jetzt verkürzen auf 1-2. Immer wieder diese Anfeuerung. Aber Jane hält dagegen mit der Vorhand, macht Druck zum 10-10, gleicht aus. Kann Satzball 1 abwehren. Ich habe es befürchtet. Zu hoch die Verteidigung, zu kurz die Rückhandverteidigung, die Defensivarbeit von Jane Walshin. Und diese Chance hat er sich natürlich nicht entgehen lassen. Er spielt sich Satzball 2. Und er macht das Ding. Primorac macht das Ding, gewinnt diesen Satz. Eigentlich, wenn man sich den Spielverlauf ansieht, eine klare Sache, denn er hat schnell in diesem dritten Durchgang mit 7-0 geführt, hat es aber dann im Endeffekt noch einmal spannend gemacht und hat diesen Satz doch verdient gewonnen. Jane Walshin führt gegen Zoran Primorac nur noch unter Anführungszeichen mit 2-1 in Sätzen. Jane braucht nur noch einen Satz zu gewinnen, um die Partie für sich zu entscheiden. Primorac muss die nächsten beiden Durchgänge gewinnen. Caja Granada ist ja in Spanien eine Klasse für sich. Ist natürlich spanischer Rekordmeister. 21 Meistertitel und 13 Cupsiege sprechen eine deutliche Sprache. Kein Wunder, dass man zu Hause die klare Nummer 1 ist. Jane Walshin war bei der Teamweltmeisterschaft, wo Österreich 9. geworden ist, geschwächt, hatte Grippe, hatte 40 Grad Fieber, hat nur 5 Partien spielen können, davon 3 gewonnen. Aber jetzt ist wieder alles vergessen. Jetzt ist er bereit für den 4. und hoffentlich letzten Satz. Service Jane. Das ist gut, was er da spielt. Das ist gut. Das ist eine gute Vorstellung, die er da abliefert zu Beginn dieses Durchgangs. 1-0. Weiter so. Ja, guter Vorhand, Diagonalball von Primorac, der macht ja die ganze Vorhandseite auf. Er riskiert und gewinnt, 1-1. Naja, zu lang, ein bisschen zu lang, dieser Vorhandball. So, da muss er aufpassen, Jane Walshin. Er muss dranbleiben. Muss weiter gute Qualität spielen. Darf Primorac nicht davonziehen lassen, denn so ein Satz ist so schnell verloren. Immer wieder diese gefürchtete Vorhand. Er ist sehr sicher auf Gegentopspin, Primorac, aber seine Schwäche ist, dass er manchmal ein Rhythmusspieler ist. Er hat so seine Ritualien im Spiel, ist eigentlich leicht aus dem Konzept zu bringen. Und das merkt man. Eigentlich nicht an seiner Gestik und Körpersprache an, sondern an seinem Spiel.
Chen. Jetzt wirkt er wieder entschlossen. Hat diesen Winnerblick in seinen Augen. Der weiß, was da auf dem Spiel steht. Er kann den SVS 2:1 in Führung bringen. Und da ist es das 4:4. Alles ist wieder offen. Ja, dieser Primorac, wenn einmal bei ihm etwas nicht so funktioniert, vom Schläger bis hin zur Fitness, ganz egal was, dann ist er zu knacken. Dann muss man gegen ihn eine gute Platzierung spielen und das macht Chen Weixin. Das macht er und er geht jetzt sogar in Führung, 5:4. Sehr zur Freude von Schlager und Bader. Chen Weixin, sein Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung, er funktioniert eigentlich wieder wie in alten Zeiten. Und wieder dieses Vorhandduell und wieder hat er das bessere Ende für sich. Chen Weixin, also mit der Vorhand überzeugt er heute wirklich. Plötzlich von einem 2:4 Rückstand, eine 7:4 Führung, plus 5 Punkte hintereinander. Er will die Entscheidung jetzt in diesem vierten Satz. Er will sich einen letzten und fünften entscheidenden Durchgang ersparen. Sie sehen, was da für Emotionen im Spiel sind. Schöne Einstellung einmal von der Seite mit der Netzkante. Geht der Ball von Primorac hinaus. 8:5. Es geht langsam, aber sicher in die Endphase. Und ich spür's. Chen Weixin wird das Ding machen. Aber es wird nicht leicht, das ist auch klar. 8:6. Plus 2. Wenn Chen jetzt gewinnen würde, dann wäre das Tor ins Finale weit offen. 9:6. Wieder gute Qualität mit den Bällen gespielt. Da hat er auf seine Vorhand verteidigt, auf die Vorhand von Primorac. Gute Idee. Das Rezept ist aufgegangen. Ja, 4 Matchbälle. So schnell kann es gehen. Volle Konzentration. Erster Matchball. Nützt er ihn? Ja oder nein? Ja, und er macht's. Und die Freude ist natürlich groß. Gratulation, Chen Weixin. Er bringt den SVS Niederösterreich mit 2:1 in Führung. Ein ganz, ganz wichtiger Erfolg. 11:8, 11:9, 10:12 und 11:6 aus der Sicht von Chen Weixin. Noch einmal Gratulation. Das war wieder einmal ein Kampfsieg, ein Arbeitssieg, ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt ist wirklich die Tür weit offen. Der SVS braucht nur noch einen Sieg und dann steht man im Finale.